So, und da sind wir wieder im Vice City Speedrun. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, etc. pp. Und wir sind ja hier noch schön bei den Feuerwehrmissionen. Die Mama ist hier noch ein wenig weiter, zumal wir die noch gar nicht wirklich erfüllt haben. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Haufen Geld. Muss mal so ein bisschen rechnen. Die Drückerei haben wir ja schon. Aber, na? Will das Auto jetzt mal aufhören zu brennen? Dieses auch. Na, komm. Wo ist denn da? Ah, na. Den löschen wir jetzt erstmal, bevor er hier nach hinten rennt. Na, jetzt rennt er doch nicht nach hinten. Ey, das Auto hier ganz hinten, das brennt alles noch. Unglaublich. So. Jetzt aber, komm, du wirst auch gelöscht. So. Gut. Komm. Ach, meine Güte. Ich spritze alles Wasser drauf und trotzdem, wenn sie nicht. Ja, ich gebe mir das Auto noch ein Stückchen weg. So, die sind jetzt hier alle schon ein Stückchen weggerannt, aber die laufen alle schön in dieselbe Richtung. Das ist gut so. Ja. Kann ich in allen schön hinterherfahren und relativ zügig eigentlich löschen, sofern der Wasserstrahl auch trifft. Ja, er trifft ab und zu mal. Oh, der ist gelöscht. Fehlt nur noch einer jetzt. Yeah, wunderbar. Und dann sind wir jetzt auch gleich schon Level 12, glaube ich. Ich glaube, das ist es gleich schon Level 12. Schauen wir mal. Ja, es ist Level 12. Danach sind wir feuerfest, aber ich werde danach noch nicht aufhören, weil ich brauche noch Geld. So, was ich wollte ja etwas rechnen. So. Kriegen wir jetzt gleich mal hier das vordere Auto gelöscht. Hallo? Hey. Ja, also. Geht doch. Na? Meine Güte, immer diese wegrennen Leute. Und hier ist das kaum zu unterscheiden. Nein, die Autos sind alle drei gelöscht. Das ist gut. Das ist gut. Ja, jetzt bin ich. Kommentiere schon wieder gerade, was ich hier mache. Ich wollte ja gerade mal philosophieren. Ach, der brennt doch gar nicht. Ja, schiebt eben vor sich her. Auch schön. Na. Den habe ich. Oh, meine Güte, ich dachte eben, ich würde beinahe. Nein. Ah, doch, der muss jetzt natürlich umdrehen und in die andere Richtung rennen. Na, Junge. Bleib einfach liegen. Ihr könntet eigentlich alle einfach liegen bleiben, dann könnte ich euch viel besser löschen. So, nein, ich kürze hier jetzt nicht über den Grünstreifen ab. So, was wollte ich überlegen? Ich wollte überlegen, was ich noch zu kaufen habe. Also, Drückerei habe ich. Taxi habe ich. Bootswerft habe ich. Das sind ein paar. So, ich bin feuerfest, aber ich habe noch nicht genug Geld. Ich brauche noch die Filmstudios. Ich brauche noch den Pole Position, glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich weiß nicht, was der, ich glaube, der kostet 30.000. Filmstudios rechne ich jetzt mal mit 60 oder 70.000. Dann wären das schon 100.000, die ich brauche. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch etwas. Entweder Autohaus oder Jerry Popper. Ja. Muss ich doch mal kurz durchrechnen. Ich habe. Sind die Autos alle gelöscht? Hier brennt noch was. Auf jeden Fall. Ah, jetzt sind alle Autos gelöscht. Gut. Dann. Ja, wunderbar. Gut. Also nochmal philosophieren. Wir haben das Taxiunternehmen. Wir haben die Druckerei. Wir haben die Bootswerft. So, die brennen nicht mehr. Oh, Scheibengleister. Das ist blöd, dass da jetzt in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Komm. Ah, gut, das ging zügig. So, dann machen wir mal hier so. Und
Ah, das ist nur noch einer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wo ist er? Der rennt da vorne. Ah, ne, das sind noch zwei. Ah, auch nicht so schlimm. Ich da muss aufpassen, dass ich nicht so viele Leute umfahren. Ja, also, wie war das noch gleich? Ich habe Druckerei, ich habe Bootswerft und ich habe Taxi. So, dann möchte ich, das sind drei. So, dann will ich noch den Pole Position Club und die Filmstudios kaufen. Das wären dann zusammen fünf. Und dann fehlt nur noch einer. Ja, da kann ich dann noch zwischen drei wählen. Den Malibu Club werde ich weglassen, weil ich dann einfach nur, da brauche ich einfach noch mehr Geld und ich will nicht mich an den kniffligen Missionen verbeißen. Ja, da bräuchte ich, da müsste ich jetzt nochmal über 100.000 noch zusätzlich machen. Also bleibt noch übrig, ja, entweder Cherry Popper oder Cherry Popper oder Autohaus. Ja, Autohaus ist blöd, da muss ich Autos suchen, das könnte dauern. Und ja, Cherry Popper ist auch doof, weil da muss ich ja 50 Drogendeals vollführen und die dauern halt einige Zeit. Das ist halt auch einigermaßen doof. Ich weiß jetzt nicht, was da weniger lang dauert. Autos suchen. Aber wenn ich die Autos direkt alle finden würde, bräuchte ich nur eine Liste, die ich zu machen. Aber da bin ich bei drei Autos immer ganz blöd bedient. Ich glaube, einen habe ich mir bereits in die Garage von der Villa gestellt. Aber ja, auf jeden Fall Idaho, Esperanto und Blister Compact. Die sind immer blöd zu finden bei der Gelegenheit. Da brennt noch ein Auto, das löschen wir doch erstmal noch. So. Ja, deswegen überlege ich mir, die Filmstudios eventuell nicht zu kaufen. Das Autohaus meine ich natürlich. Nicht zu kaufen. Und stattdessen Cherry Popper. Aber, naja. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich noch Geld für. Da ist noch einer hinter mir. Der muss natürlich jetzt da blöd langlaufen. Da ist er reingelaufen. Gut, 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 gut. Komm her. Dich kriege ich. Dich habe ich. Wunderbar. Und die Zeit ist echt noch dicke vorhanden. Ich dachte eben, der wäre da hinten reingelaufen, wo das Taxi Inferno hieß das? Ja. Stattfand. Oh, weil jetzt gehe ich Richtung Flughafen. Das finde ich echt doof, weil da habe ich bei meinem 100% Let's Play mal böse gefehlt oder so. Oder war das mal beim So-Durchspielen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist auf dem Flughafengelände. Da fahre ich doch lieber mal. Oh nein, das war ein Polizeiauto. Meine Bullenkutsche gerammt, aber egal, die haben nicht gepeilt, wo ich lang fahre. Das finde ich gerade zu lustig. So, dann können wir hier die löschen. Jetzt muss ich hier doch mal in der Tat aufpassen, was es hier Geld gibt. Ich hoffe, hier laufen. Ah, nein, die Dings sind auch schon weg, die Sternchen. Ich habe eben überlegt, ob hier auf dem Flughafen öfter mal Cops rumlaufen. Oder nicht. So ist wieder das blöde hintere Auto, was. Das vordere Auto von hier aus gesehen. Was immer noch brennt. Bis zum Schluss. Einfach erst ganz zum Schluss gelöscht kriege. So, wo sind die denn? Da müssen doch welche ganz dicht neben mir sein. Da sind welche. Komm her. Dich kriege ich. Komm her. So, ich weiß es gerade echt nicht, ob das in meinem 100% LP war oder beim Privatspielen. Auf jeden Fall habe ich einmal böse gefailt. Hier bei der. Der Mistkerl brennt immer noch. Komm. Hallo? Nein, oder? Der ist jetzt ja draußen. Das gibt's doch nicht. Wie ist der da rausgekommen? Ich glaub's nicht. Wo sind die alle?
Moment mal. Ist das nur noch eine? Da waren doch noch mehr, oder? Okay. Mir ist recht. Einer zu löschen ist besser wie mehrere. In der Gegend von Weißport. Gut, dann darf ich wieder zurück zum Hafen. Erstmal zum Ausgang. Oh, das war wieder blöd an die Ecke gerammt. Und ja, ich habe die Uhr eben nicht zwischengestoppt, aber da kann ich mir zusammenrechnen. Ich spiele ungefähr 10 Minuten jetzt schon. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich mache hier noch ein paar. Richtig, ich muss jetzt mal unbedingt zusammenrechnen. Also ich rechne mal mit 70.000 für die Filmstudios. Auch wenn ich meine, dass es bloß 60.000 sind. Aber besser mal 10.000 mehr einplanen, als dass man ein paar Tausend zu wenig einplant. Gut. Dann, ich meine, es brennt auch noch ein Auto, oder? Ja, die scheinen alle gelöscht zu sein. Die brennen nicht mehr. Gut. Die sind aus, die Autos. Dann können wir jetzt hier gemütlich... Oh, die Zeit wird weniger, merke ich gerade. Sind bei unter 3 Minuten. Okay. Na, das ist so typisch hier. Das ist auch so typisch. Einfach mal mitten drauf fahren, ne? Ich könnte ja auch die Sirene einschalten, obwohl ich glaube, das lasse ich lieber. Da verhalten sich die anderen Verkehrsteilnehmer auch oft einfach saublöd. Die weichen dann mir aus und fahren die Patienten um. Das ist auch schon häufig passiert. Nicht bei den Feuerwehrmissionen, aber bei den Sanitätermissionen. Da ist mir das auf jeden Fall auch schon das ein oder andere Mal passiert. Sirene an und schwupps, macht's einfach mal bumm. Da weicht mir einer aus und fährt mir den Patient um. Wupp, weg ist er. Okay, dann hätte ich jetzt nochmal das Geld für den Pole Position Club. Und vor lauter Labern fahre ich doch glatt dran vorbei hier. Für Pole Position Club und für die Filmstudios. Dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel kostet das Autohaus. Ich weiß es gerade echt nicht. So, jetzt löschen wir doch hier auch noch ein paar Personen mal zwischendurch. Wollen wir das letzte Auto löschen? So, gut, jetzt sind die hier alle schon zu weit weg. Jetzt löschen wir erst das letzte Auto. Das dritte Auto. Und hier können wir uns gleich um die Personen kümmern. Komm, mach blub. Komm, blub, blub. Jawohl. Dann nur noch der da. Der macht jetzt auch gleich blub. Gut. So, die wollen hier über die Brücke laufen. Okay, es soll mir recht sein, solange sie geschlossen alle denselben Weg nehmen. Ja. Ja, das lässt sich doch... Wow, 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 wow. Das war knapp. Nein, umgefahren. Ja, wollte gerade sagen, das lässt sich jetzt hier doch so easy machen. Einfach geradeaus fahren, bis alle gelöscht sind. So, jetzt muss ich noch einmal Blob machen. Und das hat jetzt 16.000 bereits gegeben. Ja, ich denke mal, eine machen wir noch. Oder vielleicht auch zwei Level. Dann hätten wir 160.000. Das würde auf jeden Fall für alle Firmen reichen. Ich mache ja dann auch noch ein bisschen Geld mit den Firmen selbst. Dann brauche ich mich auch nicht noch um irgendwelche... mit dem Geld, was ich jetzt gerade habe, könnte ich mir das den Malibu Club kaufen, aber das werde ich nicht machen, weil dann müsste ich nämlich nochmal viel Geld sammeln, weil nämlich man für den Malibu Club glaube ich auch noch nicht so viel kriegt. Ich glaube 50.000, doch 50.000 kriegt man für die letzte Mission, aber für die anderen nicht so viel. Man kriegt auf jeden Fall nicht so viel raus, wie man reinsteckt, und das ja, ist halt doof. Nein, wir dürften dann auf jeden Fall genug Geld haben, um alle die Firmen zu kaufen, die wir kaufen wollen. Die ich kaufen will. In Tommys Namen natürlich. So. Ach, komm. So, so. Also, es läuft auf jeden Fall. Hallo? Komm, lösch. So, mache ich jetzt erst die beiden? Ja, ich mache erst die beiden hier. Ups, die sind gar nicht so weit hineingelaufen.
Okay. Es läuft von der Zeit her auf jeden Fall besser als bei Buna. Den habe ich gestern reingeguckt. Der hat da seinen 7. oder 8. Part online gestellt. Und da hat er, glaube ich, in dem Level, in dem ich jetzt gerade bin, ist ihm die Zeit ausgegangen. Ja, mir passiert das jetzt hier nicht. Ich kriege jetzt hier 18.000 Dollar, yeah, und mache noch ein Level. Welches Level war das jetzt? Ich weiß gar nicht, welches. Ich habe 20 Level, habe ich dann insgesamt gemacht. Okay. 19 habe ich dann jetzt schon. Okay, dann. Ey, dann stehen wir eigentlich. Stehen wir dann da passend beim Autohaus. Aber ich werde das Autohaus jetzt nicht noch machen. Das ist mir doch dann jetzt noch schon zu viel. So. Ich wollte gerade fragen, ob du bald mal aufhören willst zu brennen. So, ich mache das vordere Auto. Nein, das war das nicht. Da ist noch niemand ausgestiegen. Hallo? Steigt da mal bald einer aus? Ah, endlich. Endlich ist es nass, das Auto. Nass genug. So, ich meine, ein Auto müsste auch noch brennen. So, jetzt nicht mehr. Oder nein, es waren schon zwei Autos gelöscht. Es war wieder dieses verflixte, ne, nicht verdammt, das verflixte vordere Auto. Ah, ja, das ist bei mir immer das verflixte vordere Auto. So, ich werde mir das Autohaus nicht gleich kaufen. Ich kaufe mir das Autohaus zuletzt. Also mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie noch, das eine oder andere Auto zu finden. Gut, dann fahren wir jetzt, würde ich sagen, zum Pole Position Club und stecken den noch in die Aufnahme. Das gibt dann zwar mehr als 20 Minuten, aber das ist mir jetzt ziemlich wurscht. So, ja, die Feuerwehrmissionen könnten wir abbrechen. Ja, 160.000, wie ich gerade sehe. Ja, 143.500 Dollar haben wir gemacht mit den Feuerwehrmissionen. Das ist gut. So, wenn ich mir die Sache so betrachte. Komm, schalten wir mal ein bisschen die Sirene an. Damit uns doch vielleicht so ein paar Autos jetzt hier ausweichen. So, wenn ich jetzt hier irgendwie... Na, ich sehe natürlich hier kein Auto für die erste Liste vom Autohaus zufällig hier langfahren. Das wäre jetzt aber auch eigentlich, wäre mir das jetzt nicht so recht, weil ich nämlich zum Pole Position Club fahren will, den kaufen will und der Table Dancerin, ich wollte schon gerade Nutte und Prostituiertes sagen, aber nein, es ist ja keine Nutte, es ist eine, wohl, ich bin mir nicht so ganz sicher, es könnte auch ein Puff sein da in diesem Club. Nein, ich will aber das Telefongespräch jetzt nicht annehmen. Komm, aussteigen wieder. Ich will jetzt direkt den Club kaufen. So. Gut, es ist jetzt eigentlich schon, obwohl nein, ich dürfte noch ein paar Minuten vor 20 Minuten sein. Ja doch, müssen noch ein paar Minuten vor 20 sein. Dann laufen wir doch mal rein. Nein, wir nehmen das nicht an. Ui, da ist keine drin. Ach nee. Mister, was ist das hier? Ich muss jetzt echt an den Telefonanruf ran. Ach, der Sunny. Ja, das Money, das ist sonst wo. Ja. Blöd, ich hätte den Telefonnummer doch schon eher mal annehmen sollen. Gut, dann laufen wir jetzt nochmal hier rein. Ah, jetzt klappt's. Ja, ich muss doch gerade mal hier was probieren. Was passiert, wenn ich jetzt wieder reingehe? Na, es ist nicht die hübsche. Da ist nämlich noch eine andere eigentlich. Die sieht hübscher aus als die hier. Die scheint mal auch hier die alte Mission angucken zu können, aber na, vielleicht muss man da schon einen gewissen Betrag ausgegeben haben. Hey, ich muss aufpassen, wie viel habe ich denn? Ich muss 300 Dollar ausgeben. Und war bei 570 ungefähr. Ja gut, dann würde ich sagen, bei 500, wenn es unter 260 geht, kann ich abknipsen. Gut, ja. Was machen wir jetzt?
ja, der Tussi zugucken. Da will der eigentlich gar nicht wirklich zugucken. Das Schönste an der sind die Zöpfe. Obwohl, die sind auch nicht so hübsch. Gibt schönere. Okay, lassen wir mal ein Resümee. Lassen wir mal Revue passieren. So heißt es. Gut, lassen wir mal ein Revue passieren. Wir haben jetzt wie viele Missionen, wie viele Firmen? Wir haben das Auto, wir haben das Taxiunternehmen, wir haben die Bootswerft, wir haben die Druckerei und wir haben jetzt bald den Pole Position Club. Das sind 4 von 8 und 6 brauchen wir, um die finalen Missionen machen zu können. Das bedeutet, wir brauchen noch 2 danach und ich werde dann auf jeden Fall die Filmstudios als nächstes machen. Und mal schauen, vielleicht fährt uns ja auf dem Weg ein Auto, ja, eine DAO oder eine Esperanto über den Weg. Den fahre ich dann spontan zu den Filmstudios und liefere den, nicht zu den Filmstudios. Ich laber hier völlig wirr, bin aber auch gerade so verpeilt hier. Unglaublich. Nein, ich fahre nicht zu den Filmstudios, noch nicht zu den... meine Güte, guckt die mich hier an mit ihrem Babyface. Jetzt hat die mich wieder voll aus dem Konzept gebracht. Ja, nein, wir fahren das Auto dann schön zu Tommys Villa. Da ist eine Garage, da können wir was unterbringen. Aber, ja, da steht auch schon ein Auto dran. Ich weiß nicht, welches. Ich weiß jetzt echt nicht, welches ich da bereits reingestellt habe. Aber ich glaube, es ist... Ich weiß es nicht. Könnte auch ein Sepo sein. Bin mir nicht sicher. Und wir haben alles noch $200 zu lönen. Ja, 250. Unglaublich. Also erst die Hälfte? Nein, nicht mal die Hälfte. Oder? Ach, na, 150 haben wir noch zu lönen. Doch die Hälfte. Meine Güte. Ich bin aber wirklich gerade sowas von groggy drauf. Ja gut, es wird jetzt ja mehr als 20 Minuten, aber doch glaube ich auch nicht so viel drüber, glaube ich. Es wird wahrscheinlich ungefähr so viel drüber gehen wie der Part von vorhin. Der ist auch ein bisschen über die 20, glaube ich auf 24 Minuten ungefähr. Ja, wird dann auch jetzt wieder um die 24 Minuten gehen, wahrscheinlich. Gut, dann haben wir jetzt gleich nur noch $100 zu lönen. Ja, ich glaube, hier könnte ich den $100 schon abdrücken, aber ich lasse vorsichtshalber doch noch ein wenig, oder? Ah, ich bin mir nicht wirklich nicht sicher. Ich lasse noch ein wenig mehr abgehen. Es kostet dann zwar auch noch ein paar Sekunden, aber und ein bisschen Geld, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Und ja. Wie wir schön gesehen haben, wir hatten ja 160.000, ich verbessere mich, Dollar auf dem Konto. Der Pole Position Club hat 30.000 gekostet, das habe ich also noch richtig in Erinnerung gehabt. Ich wollte ja eigentlich mich kurz vor der Aufnahme informieren, wie viel die Firmen kosten und was die Missionen an Geld bringen. Ja, die hier kriegt gar nichts an Geld. Die kostet Geld. Aber die anderen bringen, ja. Um vielleicht so ein bisschen kalkulieren zu können, wie viel ich mit den dem Feuerwehrmissionen Geld verdienen muss. Um nicht die Feuerwehrmissionen nochmal oder sonst irgendwie Geld holen zu müssen. Aber da habe ich ja mich ein bisschen, habe ich nicht dran gedacht, habe da doch nicht geguckt, aber... Ja, zumindest hat mich meine Erinnerung, ich hoffe, dass mich meine Erinnerung da nicht allzu sehr getäuscht hat. Ich habe ja dann noch ein bisschen dazu gerechnet. Hätte vielleicht nur ein Level weniger machen brauchen, weil man doch ein bisschen was an Geld auch noch verdient, vor allem für den Filmstudios. Ja, bei den Filmstudios muss ich auf jeden Fall auch aufpassen, bei ein paar Missionen. Überlegen, die erste muss ich ein bisschen aufpassen, die zweite muss ich ein bisschen mehr aufpassen, weil man da mit dem Flugzeug fliegen muss, dass ich da nicht irgendwie gegen eine Wand
fliege, was ich da doch schon gerne mal mache bei der Mission. Und ja, die anderen Missionen sind dann eigentlich ganz easy, weil für die eine habe ich einen Trick. Ja, den verrate ich aber jetzt nicht, denn seht ihr dann erst im... Okay, und ich habe jetzt in der Tat genug Geld ausgegeben für die Tussi. Mit ihrer Privatshow. Yeah, $4000 Einkünfte, da steht noch mein Feuerwehrwagen. Und ich lauf. Ich gehe nämlich das Telefon hier mal kurz an. Tommy, we gotta talk about stuff. Ja. It's you, my friend. Lance. Du nervst. Er fängt an zu stänkern, der Lance. Obwohl, er ist ein schwieriger Fall. Ja, er fühlt sich vernachlässigt. Er will mehr Aufmerksamkeit und kriegt aber keine. Ja, ist halt so eine Sache. Er läuft da halt über. Aber die... vielleicht ist sein Tod auch ganz gerechtfertigt. Vielleicht auch nicht so ganz, also vielleicht ist es doch ganz schade um ihn, aber... ja, ich weiß es nicht so ganz. Jetzt kann ich mir den ganzen scheiß Telefonanruf hier noch anrufen. Meine Güte, der kostet Zeit. Okay, wir sehen uns dann schön im nächsten Part. Macht's gut und ciao.